Ja, er hat meine Provokation widerstanden. Eigentlich nicht, nein. Ich provoziere ihn weiter. Ja, wie gesagt, er sagt einen Zauber auf dich an. Elende feige Ratte. Die dann eine Balestrina und schießt ihm in den Bauch. Ich habe keine Balestrina. Stirb! Feigling! Ich gehe außer Sicht. Beweg dich! Ich gehe hier so schön ran, dass er so vortreten muss an den Dachrand. Und schreibe die ganze Zeit zu: Feigling, Feigling! Palligan bricht seinen Zauber ab und fliegt erstmal in die Luft. Um nicht mehr auf dem zerstörten Häuserdach zu landen, ja, der hat erstmal Schnauze voll, vor allem weil er auch geblitzt ist. Er ist sowieso daran gewöhnt, dass er nicht sehen kann, aber du kannst ihm magisch die Sicht klauen, einfach durch den Blitz, ich finde. Das sehen, was ihm normalerweise Charybdis schenkt. Fliegt in die Luft. Weitere Lederschwingen, die auf euch zukommen. Gleichzeitig mit dem Eintreffen der Söldnereinheit. Elderns Befleckte? Die vier folgen Ömer, also wenn sie das hinkriegen. Ich weiß nicht, ob Ömer schneller ist, aber vermutlich. Ob sie probieren es auf jeden Fall. Ich nehme an, dass sie nur irgendwie so weit kommen oder so. Und der Rest versucht weiter, sich mit den Lederschwingen hier anzulegen, also die Feinde da zu töten. Für die Söldner werde ich jetzt nicht noch eine neue Initiative auswürfeln, tut mir leid, da werde ich einfach auf die 12 oder auf die 13 legen, das mache ich nicht mit. Ja, mehr tun die eigentlich nicht. Also vermutlich nichts Produktives, aber das machen die. Gut. Ich möchte vorziehen. Ja. Ich habe eine Frage. Du hast beschrieben, wie die Pfeile in der Luft stecken bleiben. Erste Frage, bemerke ich das? Windschärfeprobe vielleicht? Orientierung, eine Aktion aufgeben, damit man das so merkt? Eine Aktion, vor einer Aktion kriegst du das mit. Okay, dann zeichne mir bitte den Fortifex ein. Es ist kein Fortifex. Ja, okay, dann zeichne mir einfach nur ein, wo die Viecher hängen bleiben. Prinzipiell ist ja egal. Ich möchte nur nicht jetzt in irgendwas reinrennen. Moment. Hier. Hier stecken irgendwo jetzt Pfeile in der Luft. Gut. Zweite Aktion, die sollten wir organisieren. Ach, man ist da! Formation halten, bisschen zusammen, geordneten Rückzug vorbereiten. Mit der aufgegebenen Orientierung und dem Reden fällt dir jetzt auch auf, dass der Himmel voller Lederschwingen ist. Deswegen möchte ich mich gern zurückziehen. Ist jetzt die Ansage, Kenners, packt ein, wir hauen ab. Ja, oh. Irgendwie, dass die beiden Banner hier eine grobe Linie bildet. Während der Rest dann Sachen packt. Gut, Vespertilio Organo hatte eben gerade schon eine Idee. Er wird jetzt genau das gleiche machen, wie Vermis eben versucht hatte, was ihm nicht geglückt ist. Geht einen Schritt vor, freie Aktion, und zaubert dann ein Destructibo. Möge er diesen Destructibo zaubern. Der ist in einem Artefakt, löst sich automatisch aus. Und der ist mit der Modifikation, die muss ich mir gerade mal angucken, einen Moment. Muss gerade mal nachschauen. Modifikation vom Kegelfor. Bei einer Basisbreite von ZFW Viertelspann beträgt die Länge des Kegels 2x ZFW Schritt. Die Basisbreite beträgt ZFW Spann, bla bla bla. Das heißt, alle Rüstung, Schwerter, alle Objekte, die unbelebt sind und nicht magisch sind, lösen sich jetzt auf. Sie bekommt 30 plus 3 mal ZFE-Stern Punkte Strukturschaden und dementsprechend sind sie einfach weg. Du meinst den Desintegratus, oder? Entschuldigung, nicht den Destructibo, sondern den Desintegratus, genau. Den ich würde es ganz ehrlich darauf ankommen lassen, ob er wirklich durch meine Rüstung kommt, aber ich habe keinen Bock, jetzt mit Strukturpunkten zu rechnen, also nehme ich es hin. Die Waffen sind nicht beeinflusst, die sind alle magisch, ich sag mal so. Das ist wahr. Oh. Guter Punkt. Oh, jetzt geht's über die Waffen, oh, das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt. Und Yamish Aquam, naja, ist Yamish Aquam. Yamish Aquam sowieso, aber die Rüstung ist weg. Ja, gut, habe ich halt immer noch 5 Punkte Rüstung. Warum? Weil Armatrotz. Armatrotz-Ring. Armatrotz sein. Ja, okay, du hast eine 5. Ja, okay. Ja. Das, gut. Ich wollte nur sicher gehen, ob wir hier von den richtigen Sachen reden. Weil auch deine Unterkleidung ist weg. Ich bin komplett nackt, schön. Vespertilio ist mit seinem Artefakt durch. Du bist nicht komplett nackt, du hast am Rücken noch die gesamte Rüstung. Leider fällt jetzt hinten über, weil der Vorderteil weg ist. Eltern. Ja.
Ich warte mal. Beginne mich auf diesen Herrn hier zuzubewegen. Sprint? Soweit. Moment. Nee. Wohl, nee, ich mach's so rum. Ich gehe hier hin. Ja, in den Haufen von toten Leuten. Ich ziehe jetzt einfach mal die ganzen Toten weg. Das ist mir nämlich gerade. Dann haben wir ein bisschen mehr Übersicht. Richtig, ich stelle mich jetzt hier hin. Also, das Falkenbanner hier hat noch Rüstung an, oder? Oder sieht das aus? Genau, das zurzeit hat noch Rüstung an. Es geht jetzt um die Leute, die hier stehen. Okay. Ja, dann stelle ich mich da zu denen hin. Das waren dann aber auch schon meine Aktionen, weil mehr habe ich nicht. Sind Homeria eigentlich mittlerweile mal zerlegt? Ja, klar. Hey, Helden. So, dann räumen wir hier ein bisschen auf. Die liegen natürlich alle noch an Ort und Stelle, aber der Übersicht halber. Okay, die Sklaven können ja auch weg, die sind auch abgeschlachtet von den Pfeilen. Gar nicht so gut. Wo ist denn mein Wärme? Ich sagte, der liegt hier noch am Tod am Boden. Gut. Abelmir, 15. Amatrutz, Spomo von Aufrechthalten, feste Dauer und halbe Zauberdauer. Und wir haben plus 6. Sekunde. Das ist wirklich das, was du mit der Nase. Jetzt muss ich mal im Lieber Kantionas was nachschlagen. Und zwar die Zauberdauer. Ey, kannst du sagen, insgesamt sind 3 Aktionen übrig. Dauert die. Es geht mir gerade um Zauber von Paligan. Achso. Ein Amatrutz. Ist gerade doch gelungen, aber immer noch. Aber. Ja. Du hattest ich hatte schon Befehle gebrüllt. Ahmad, bist du schon gelaufen? Ahmad ist diese Runde noch nicht gelaufen, nee. Dann lauf jetzt nochmal. Oh yeah. Oh yeah. Vor dir eine Wand aus. Ich bin bald da. Vor dir eine Wand aus Leder schwingen. Und nackte Leute. Und ja, die ersten nackten Leute, was auch immer hier passiert ist. Ömer. Schon durchs Haus gelaufen? Ömer ist, ja, beim letzten Mal ja hier reich herumgerannt und jetzt verlangsamt er erstmal und wird mit einer Aktion hier in den Bereich gehen. Mhm. Und mit einer Aktion sich erstmal wieder orientieren und ja, erstmal nicht wieder weiter sprinten. Dann er ist schon etwas erschöpft. Die Ini auf. Geht wieder auf 24 rauf. Kiaras, hast dich versteckt vor Paligan, der jetzt in die Lüfte geflogen ist und irgendwo über dir. Ja, du kannst ihn selber auch nicht sehen. Wenn du ihn nicht sehen kannst, kann er dich nicht sehen. Wie lange willst du noch weglaufen, wie ein kleines Mädchen? Ich geh ins Haus. Und geh ins Haus. Bis er runterkommt. Viel mehr kann ich nicht tun. Oh Mann, das nervt mich jetzt. Wie lange hatte der Crit von Eldern gewirkt? 5 Kampfrunden, die sind noch übrig. Ich habe jetzt das Verschleiß. Noch übrig, okay, gut. Okay. Genau, 5 Kampfrunden. Aber nicht Kampfrunden, hast du minus 10 erschwert. Sind Aktionen. Ja, nicht Kampfrunden. Das ist wichtig. Das sind also 3,5 Kampfrunden. Ja, aber die Dings wurden doch verdingst, weil er gekrittet hat. Ach so. Nein, das ist RKW. Also das ist immer noch der Wert von deinem Ding. Was ist doch THW halbe Kampfrunden oder THW Kampfrunden? THW halbe Aktionen. Halb, okay, dann sind es natürlich jetzt noch 1,5 Kampfrunden. Genau. 1,5 Kampfrunden left. 1,5 Kampfrunden, okay. Noch diese und dann noch, danach noch eine Aktion von der nächsten Kampfrunde. Oh. So, die Lederschwingen sind im Anflug. 70 Stück an der Zahl. Das ist die Copy-Paste-Horror macht. Das ist die erste Plage. Vermis, wer ist Vertilio? Vermis ist quasi tot, liegt immer noch stöhnend vor euch am Boden. Kannst du natürlich jetzt nochmal reinpieksen, aber er ist offiziell keine Gefahr mehr. Was zaubert denn Vespertilio jetzt? Achso, der hatte zum Schattensprung angesagt. Weil zwischendrin hat er sein Ding so ausgewählt, das ausgelöst. Das heißt, der muss jetzt komplett den Schatten nochmal neu zaubern. Dann zaubert er den Schatten nochmal neu. Und vergiss nicht, dir vorher die halben HSP abzuziehen. Er hat den Zauber abgebrochen, aber nicht misslungen. Er ist trotzdem halber HSP. Na gut. Dann fängt er trotzdem wieder neu an. Gut, dann habe ich meine Vespertilio und die Leerschwingen habe ich gezogen. Elder. Ja, warte mal. Reicht immer noch nicht.
Aber mein Plan ist jetzt, ich suche Ömer. Also ich gehe hier in das Gebäude rein. Kann ich durch das Fenster sprinten oder nicht? Mit einer Aktion kannst du dann durch und dann ja, kannst du gucken, wo er ist. Also du siehst ihn da vielleicht. Der kann ja sprinten auch immer geben, nur so ein bisschen Körperbeherrschung, ob man nicht auf die Fresse fällt oder Athletik. Einmal durchhechten, ja, wir würfeln mal eine Athletikprobe. Hechte mal durch. Du willst ihm hechten. Da bleibst du am Türrahmen hängen und bist drin, aber leider auf dem Boden. Oder du kriegst nochmal 2 SP, dann würde es dir gelungen. Dann würde ich dir. Ja, die nehme ich. Dann nimmst du 2 SP. Kannst weiterlaufen. Ja, siehst ihn, bist gesprintet, fertig. Ja. Habe mir. Ich brauche nur eine Kampfrunde. Eine Aktion. 3 Aktionen dauert hier das Spruch, Amatrotz. Letzten beiden habe ich ja schon verbraucht und jetzt noch eine, dann. Ja. Ja, streichst dir über deinen gesamten Körper, murmelst die Formel Armatrotz, auf dass sie deinen Körper schützen möge, und du merkst, wie sich ein Schuppenpanzer blau schimmernd über deinen Körper legt. Die zweite Aktion? Zweite Aktion. Soll ich mich dorthin gehen? 6 Schritt etwa. Fertig. Ahmad. Ahmad würde sich jetzt an Jalan wenden und gucken, was für Befehle er gibt. Anscheinend erstmal nur fürs Falkenbanner. Und würde dann den Magier sehen, der da gerade irgendwas zaubert. Richtig. Und dementsprechend, ich denke mal, ich kann durch Person durch keinen Sturmangriff ansagen. Nein. Dann laufe ich ganz elegant zu ihm hin und hau ihm einmal aufs Maul. Du kannst doch locker flockig mit einer freien Aktion hier durch und dann ihn ansprinten. Natürlich auch gut. Und dann Sturmangriff. Die Frage ist nur, ob du jetzt gegen unsichtbare Wand rennst. Das ist natürlich richtig, aber davon weiß ich auch nichts. Ich habe so eine Schärfe 2, ich sehe keine unsichtbare Wand. Ja, dann würfel gerne mal deinen Sturmangriff. Das ist natürlich, ne? Schaden. Kein Sturmangriff. Würfel mal Schaden. Beziehungsweise, wie groß ist deine Geschwindigkeit? Ich habe GS 6. 6. Dann kriegst du 3 Schadenspunkte, wenn du gegen die magische Wand rennst und dir dann die Nase in deinen Schädel hineindrückst. Oha. Blut sprudelnd aus deiner Nase füllt dein Gesicht und du musst dich erstmal wieder neu orientieren. Dann ist die 21 Gas. Ja, da möchte ich kurz einmal eine Probe machen. Nein, doch nicht. Das ist so ein jämmerliches Weichei dieser Gegner, aber noch gebe ich mich dem hin. Aber na, da feige ist, gehe ich hinaus, ich sehe Ahmad ankommen und würde gerne unseren neu ankommenden Truppen formieren, die wir ja mit Phalanx ausgerüstet haben. Da kommen jetzt die Flieger an, die dürfen sich jetzt alle schön mit ihren Sturzflügen aufspießen. Auf die Piken. Genau. Und Ömer. Ich würde gerne eine Phalanx aufbauen. Ömer, du siehst, wie Eldan auf dich zurennt. Ja, Ömer hat sich jetzt hier so einen Stuhl dahin gezogen, hat sich da drauf gesetzt, diesen Splitter samt dem dunkelblauen Tuch, worin es eingewickelt ist, zur Hälfte fallen lassen und schaut mit leerem Blick auf diesen Splitter, von dem irgendwelche Stimmen und funkelndes Leuchten ausgeht und scheint etwas weggetreten zu sein. Atmet nur schwer vom letzten Sprint, von letzten Sprint-Aktion. Gut. Nächste Kampfrunde. Ich muss gerade mal schauen. 1,5 Kampfrunden. Wenn jetzt hat Paliga noch eine halbe, ne? Oder hast genau, du kann sie jetzt noch. Ja. Nee, er habe ihn nicht abgezogen, diese Kampfrunde. Wenn es die neue ist, dann, gut, dann hat er diese Runde. Dann hat er eine halbe Aktion, oder eine Aktion, wird er noch unter dem Blitzdichtwind leiden und dann in der nächsten Aktion wird er sich orientieren. Genau, das heißt, nächste Kampfrunde wieder bei voller Initiative, ohne Erschwernisse. Gut, danke. Jetzt wird geschlachtet, meine Damen und Herren. Oh, das ist weich, niedrig, dich endlich mal zu uns zu kommen. 70 Lederschwingen stürzen sich auf eure nackte Infanterie. Beziehungsweise teilweise nackt. Die anderen Söldner können dann ebenso nachrücken. Ich werde auch nochmal die anderen Leichen. Ja, klar, dafür sind sie da. Zumindest können die das erkennen. Formatieren, dass die schön die Phalanx bilden, dass die, ja, in Speere fliegen. Mach die mal bitte kleiner. Ich kann mir vorstellen, dass die Schützen auch ganz gerne vorziehen möchten. Gib mir mal 5er-Einheiten. 5er-Einheiten von den Söldnern. Hier habt ihr nur noch 15. Dann machen wir die beide nochmal kleiner.
Geben wir ihm noch einen. So, das sind 1, 2. 1, 2, 3 sind 20. Hier sind eure Schützen. 45 Stück. 1, 2, 3, 4 sind schon mal 25. Störung C, Störung V. Nehmen wir euch einen weg. Sind 45. Immer in Fünfergruppen. Wunderbar. Dann schiebe ich die mal ein bisschen durch die Gegend. Genau, das ist jetzt bitte deine Aufgabe. Die Marus nehme ich aus der Leiste. Die leichte. Ich werde jetzt Eldans Reflektor auf der 11 werde ich wegnehmen und ich werde die das Adlerbanner wegnehmen. Das heißt, ich klaue euch einmal eine 11 und einmal eine 13. Alle handeln auf die 12. Dann hast du ein bisschen mehr Übersicht. Gut, während du sortierst, werden 70 Lederschwingen auf euch zufliegen. Ich meine, ich stelle mir vor, die Schützen schießen vorher. Können sie gerne tun, aus dieser Entfernung. 30 Meter Entfernung. Das ist Ragnars Aufgabe. Die oberen nicht, haben nicht Ragnar, die... sondern Ahmad. Was ist meine Aufgabe? Die Schützen. Ich muss gerade gucken. Das sind 5 Schützen. Oh, also die großen hier sind auf jeden Fall immer 5 Schützen, ja. Achso, nee, das hier sind 15 und das sind 5... Das sind 30. Das sind 30 und das sind 15, ja. Ja, genau. Gib mal einen... Da jetzt. Genau, also. Hier sind es 30 Meter Entfernung auf 70 Lederschwingen. Dann brauche ich hier bitte 30 Schüsse. Dann erstmal 20. Nicht durchgekommen. Doch, ich hab... Du nicht? Nee. Ach doch, jetzt. Hat mir gerade kurz geleckt. Musst du entscheiden, was trifft. Ich würde sagen, nur die einzige 2. Auf die Entfernung. Rechnen wir mal eine 4, ne? Ja, dann ist die 2. Und dann brauche ich noch 10? Das war ein guter Wurf. Die Jungs hier oben haben halt nur 20 Meter. Eine 1. Ja, die muss doch nicht bestätigen, ist doch völlig egal jetzt. Bei so viel Würfen. Dann die hier oben, guck ich mal, ob die treffen. Was, diese hier? 15? Die 15 hier. Sind 20 Meter? Ja. Und den kannst du auch noch mit reinnehmen. Warte, ich würfel jetzt kurz die mit 15. Da sind, würde ich sagen, 4 Treffer. Die 3, die 6, die 1, die 4, die 5. Bei 6 Treffern? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück. 5 Treffer? Oder? Ich glaube ja. 5 und nochmal 2. Nochmal 2 würfeln, okay. Nee, also 5, einmal 5 und einmal 2. Das heißt, du kannst jetzt 7 Schaden auswürfeln. Jo. Damit kriegst du vielleicht sogar ein Zehntel der Lederschwingen weg. Gut, machen wir das mit den Tauben. Sieht gut aus. Das da unten ist jetzt eine geschlossene Formation mit Piken voraus, dass sie schön da reinfliegen können. Ja, sieht gut aus. Dann nehme ich euch einfach mal 1, 2, 3, 4. Ich werde das mal in einem großen Token nachhalten, damit ich nicht jeden einzelnen wegstreichen muss. 70 Lederschwingen waren es einmal. 1, 2, 3. Gut. Und Abel mir sollte vielleicht in Deckung rennen. Dann ist. Die Schützen haben gemacht. Jetzt. Wollt ihr weiter vorziehen? Nein. Dann sind jetzt erstmal die Lederschwingen dran und die Lederschwingen stürzen sich jetzt auf eure Formation. Wie viele habt ihr hier? 45, ne? Vermutlich halten die Jungs gegen. Können sie machen. Sind 45 Paraden. Ich gehe jetzt einfach mal plus minus davon aus, dass genauso viele parieren, wie Sturzflugangriffe gelingen. Sag ich jetzt einfach mal. Welche Distanzklasse haben die Jungs? Naja, du hältst auf der Distanzklasse. Ich muss gerade mal schauen. Ja, Alter. Eben nicht. Wenn sie ihren Sturzflug machen, was es technisch ein Sturmangriff ist, kriegen sie 6 Erschwernis. Beziehungsweise, 6 Erschwernis für jede Distanzklasse, durch die sie durch müssen, die sie nicht haben. Und gegen Sturm kann sich das, auch so machen. Gut, dann kann man das auch statistisch umrechnen. Dann haben sie eben, dann gelingen deutlich weniger Angriffe als Paraden. Das ist richtig. Sie greifen auf die 15 an. Wie gesagt, 12 Erschwernis, weil 2 Distanzklassen. Gut. Aber schwer ist, was haben sie für einen Attackbewert, dann kann man das ja runter kalkulieren. Hat er gerade gesagt 15, das heißt, sie hätten dann die 3.
Aber, und das ist jetzt eben das, worauf ich hinaus möchte, ihr könnt die natürlich wegparieren, aber die, die dahinter kommen mit den Sturzflugangriffen, das wird dann natürlich deutlich schwerer werden. Ja, die werden dann von allen anderen Söldnern empfangen und zerfleischt. Parieren die ja nicht weg, wir halten die ja gegen. Eure Leute haben alle gegenhalten, das will ich aber mal sehen. Wenn die Q4 sind, dann wissen wir, dass wir nicht gerade Tarinwaffenwerte unsere Leute haben. Ja, das ist ausgebildete leichte Fußsoldaten und was weiß ich. Kommt auch die Qualität an, dann kommen wir noch ungefähr in den TRW mitteln. Ich meine, Quali 4 hat doch wohl gegenhalten. Quali 4? Nein, kann kein Gegenhalten haben. Quali 4 ist ja nur Startcharakter ohne großartige Zusatz-EP, maximal 1000 Punkte. Quali 4 sind 2000 Punkte mit 15 Eigenschaften und 12er THWs. Zumindest wird sich dann hier eine große Front bilden. Und das wird ein Hauen und Schieben. Ja. Viele. Cinematisch gesprochen, die erste Welle kommt an, spießt sich an den aufgereihten Piken auf. Einige kommen durch und die werden dann mit Schilden und Schwertern empfangen. Gut, dann haben wir die Leute durch. Vespertilio hatte gezaubert. Eldern. Männer, sichert den Splitter. Ich würde mal so eine Handbewegung machen und einfach alle Leute, die hier noch drin sind, das Adlerbanner, das Falkenbanner, Eldans Befleckte, die Adler hier, dass sie den Splitter umstellen sollen. Also praktisch den Splitter verteidigen. Ich wollte gerade sagen, stimmt. Guter Einwand. Es gibt gar keine Schilde mehr. Also Schildkampf ist nicht. Zumindest beim Falkenbanner. Ja, ja, richtig, genau. Und auch nicht alle Falkenbanner haben das verloren, nur die, die in der Nähe standen. Ein Großteil, der hier stand, ja. Wir machen weiter. Abelmir wollte in Deckung rennen. Ich mach euch rennen ins Haus rein mit. Ins Haus rein, okay. Richtiges Flüchtlingslager ist da inzwischen. So, Jalan, 18. Ich möchte natürlich umwandeln und zweimal parieren. Doch klar. Umwandeln, zweimal parieren. Ja, dann siehst du, wie auch eine Lederschwelle auf dich zukommt, beziehungsweise zwei Stück, weil die in Überzahl kämpfen. 1, 2. Gar nicht so gut. Ja, die kommt keine durch. Einfach mal beide gegenhalten. Treffen beide nicht? Treffen beide nicht, siehst du doch. Oh. Ja, du hattest angesagt, dass du parieren wolltest, du kannst auch einmal angreifen. Kannst jetzt einem den Kopf abschlagen oder so. Muss ich das erst vor meiner Aktion dann sagen, gut, ich greife an. Ja, aber wenn du es nicht tust. Alles gut, Frosty, alles gut. Geschafft, mach mal Schaden. Gar nicht mal so gut. Ja, wir haben Aqua. Gut, dann ist die 18 durch. Achmat. Du kannst dich orientieren, wischst dir das Blut unter dem Helm raus und merkst, dass du wohl bei Vespertilio erstmal nicht durchkommst. Die Luft flimmert ein bisschen, flackert, dein Helm ist nicht verbogen, aber du hast ein bisschen Kopfschmerzen. Das gefällt mir nicht. In welche Richtung guckt er denn? Also in welche Richtung ist er konzentriert? Du guckst dich an, aber sein Fokus ist gerade auf dem Zauber. Aber er scheint da niemanden speziell zu fokussieren. Nein. Ich würde mich erstmal in der ersten Runde orientieren und in der zweiten Runde hier versuchen drumherum zu laufen und zu gucken, ob hier irgendwie ein Eingang in diese Kuppel ist. Okay, nimmst einen Plattenhandschuh und streifst an dieser Wand entlang. Ja, kannst auf alle Fälle dann just in dem Moment, als du hier stehst, kannst du merken, dass es wohl nur eine Hohlkuppel war und merkst, wie dann wohl da ein Rand ist. Damit das alles klar, damit habe ich aber meine beiden Aktionen ausgegeben. Genau. Kiaras. Ja, ich denke mal, die erste Aktion werde ich dafür benutzt haben, die Leute hier zu formieren. Und dann schaue ich mich um, ob Paligan endlich mal seinen Mut oder seine Eier gefunden hat und irgendwas macht. Ja, macht er gleich. Aber das verrate ich dir nicht. Weil er wieder bei der 26 ist. Ich zeige ihm Mittelfinger. immer, 24. Ja, immer schaut ziemlich geistesabwesend zwischen dem Splitter und Eldern hin und her. Eldern, was ist das? Was ist das? Was zieht er an mir? Kampfrunde vorbei. Wollte Eldern noch was tun? Hatte der irgendwas getan? Ich habe die Leute da hin organisiert. Ich habe die da jetzt alle schon mal hingeschoben. Ich weiß nicht, ob die da jetzt schon hingelaufen sind, aber... Gut, als Schutz um den Splitter herum.
beziehungsweise ja, genau. Ömer, um euch, um dich zu schützen. Also eigentlich, um die Splitter zu schützen, aber wenn die mich dabei schützen, dann schreie ich natürlich nicht nein. Du bemerkst, wie du in einen tiefen Rausch gezogen wirst. Du kannst Tentakel schlagen und klatschen hören. Merkst, wie Algen... Es stinkt widerwärtig nach Algen, nach Salzwasser und du merkst, wie eine unbekannte Gier in deinem Bauch entsteht und nach oben hindurchzieht in deinen Hals, als ob ein Tentakel aus deinem Bauch heraus in deinen Mund greift. Ich glaube, das ist der gute Moment für Eiserner Wille 2. Das wäre eine gute Überlegung. Ömer ist durch. Palligan ist auf der 26, er ist sauer. Er steht irgendwo mitten in der Luft. Wo ist denn Kiaras? Ich stehe hinter der Formation. Gut. Dann sagt er jetzt einen Sturmangriff in deinen Rücken an, beziehungsweise Sturzflug. Ich guck ihn an. Okay. Sturzflug in deinen Rücken. Er brüllt dabei, beziehungsweise das kann er in einer freien Aktion machen. Nein, er muss es während er zuschlägt, kann er einmal rufen, stirb. Und das tut er auch. Wir würfeln einmal mit Palligan und er... Was für eine Waffe hat er? Das ist ein Doppelkontioma. Muss gerade umschauen. Sklaventod. Er findet den Sturzflug. Er findet... Finte 5.